Jetzt geht die EM 2024 los. Gesucht wird die beste Mannschaft des Kontinents. Dieses Spiel darf man nicht verpassen. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Fußballfans zu Hause an den Geräten. Ich begrüße Sie hier im Olympiastadion, dem Austragungsort dieser heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Heute haben wir das erste Gruppenspiel der EM 2024 für Sie im Angebot. Deutschland gegen Schottland. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb, Wolf. Da wollen natürlich beide heute überzeugen, beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte, von daher dürfte es interessant werden. Ah, da wäre jetzt Platz. Die Parade kommt, aber es bleibt gefährlich. Die Szene damit beendet. So spielt die deutsche Mannschaft heute. Im Tor ist Manuel Neuer. Jonathan Tah spielt neben Antonio Rüdiger in der Verteidigung. Und Kai Havertz ist heute erstmal der einzige echte Stürmer. Kroos mit der Reingabe. Auf der Linie rettet er. Um ein Haar das Tor im letzten Moment zur Stelle. Früh bringt er sie hier in Führung. Da ist das Tor. Erst können sie sich noch befreien. Wir sehen es hier in der Wiederholung, aber eben nicht energisch genug. Und dann gibt es die nächste Chance und dann macht er das Tor. Strafe für den schwachen Befreiungsschlag. Damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Das macht er sehr gut. Sie kommen jetzt über außen. Den Zweikampf führt er sehr gut. Wird's. Und klasse durchgesetzt. Nicht ungefährlich, aber erstmal geklärt. Ist es das? Sie können den Ball erstmal ablocken. McKenna. Gute Aktion, gut geklärt. Ganz energisch. Havertz. Sie suchen Musiala. Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Die deutsche Mannschaft könnte bei dem Eckball jetzt die Führung ausbauen. Ecke kommt lang. Oh, er kann klären. Energisch den Ball geklärt, es gibt Einwurf. Jamal Musiala ist das. Spielt da schön rein jetzt. Er passt gut auf und hat den Ball. Robertson. Und jetzt also Freistoß gegen die deutsche Mannschaft. Die deutsche Mannschaft verliert den Ball. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Havertz. Zu früh gestartet, es gibt Abseits. Kurz vor der Pause liegt die deutsche Mannschaft knapp vorne. Sie machen ein gutes Spiel, sehr konzentriert, sehr engagiert, haben sich gut auf diese Aufgabe eingestellt. Ein Torführung, sie sind
immer wieder schneller, vor allem auch gedankenschneller. Und so kommt dann so ein Spielstand raus. Ah, aber jetzt erstmal Augen auf. Sichere Parade. Da passt er auf und kann klären. Ah, der geht nicht rein. Das war knapp. Da hätten sie um ein Haar das Tor gemacht. McTominay. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Scott McTominay. McGinn. Und das ist ein Freistoß gegen die DFB-Elf. So, Pausenpfiff. Das war's in diesem ersten Spielabschnitt. Vor der Pause haben wir eine gute Leistung gesehen, oder Bouchy? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Starker Zweikampf. Vorteil für Deutschland. Was macht er drauf? Da haben sie gut aufgepasst. Gündoğan! Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. Ja, gut. Sie machen da Druck jetzt. Ball ist im Aus. Gündoğan. Wirtz. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Jetzt gibt es die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Guter Versuch. Ein unglaubliches Tor. Was für ein Hammer. Was für ein Traumtor! Er zieht aus der Entfernung ab und der Ball ist drin. Keine Chance für den Keeper bei dieser Power, bei dieser Technik. Bei 0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Weg ist der Ball. Klasse Aktion. Wirtz. Wirtz. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Es wird eine Auswechslung geben. So, sie werden nun also wechseln. Da kommt die Ecke. Robertson. Tolles Tackling von ihm. Groß. Jetzt der Schuss.
Sie legen nach, erhöhen auf 3 Tore Vorsprung und man hat schon so den Eindruck, sie sind heute nicht zu stoppen. Boah, was für ein Ding. Schauen Sie sich das an, druckvoll, ohne Ende, perfekt getroffen, der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Es geht weiter, die deutsche Mannschaft mit 3 vorne. McKenna. Schön den Ball abgenommen. McGinn. Taylor. Sie geben den Ballbesitz ab. Niklas Füllkrug. Riesenchance. Guter Zweikampf. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Robertson verliert den Ball. Und klasse durchgesetzt. So, das nächste Tor, und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann kommt dieser harte Ball aus der Halbdistanz. Das ist wunderbar getroffen, das ist eine tolle Technik. Drin ist der Ball, unhaltbar. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Adams. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Foul und Freistoß gegen die DFB-Auswahl. Nicht ungefährlich, aber erstmal geklärt. McGinn. Klasse, die Balleroberung im Angriffsdrittel. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. John McGinn. Da trennt er ihn fair vom Ball. Füllkrug. Sah vielversprechend aus, aber klar, das dürfte gelb geben. Ich glaube schon, das war gelb. Sehe ich auch so, absolut vertretbar. Beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. Kein Tor nach dem Freistoß. Der Torhüter hat ihn. Pascal Groß. Die Chance hier. Erstmal gehalten. Bekommen Sie noch eine Chance. Er verhindert, dass es da richtig gefährlich wird. Callum McGregor. Jetzt steht der Sieg der deutschen Mannschaft fest. Schlusspfiff, das war's für heute. Sie haben das heute super gemacht, waren perfekt eingestellt und konnten diese Partie jederzeit dominieren. Ganz starke Leistung in diesem Spiel. Sieg eingefahren, überragend gespielt. Das war, glaube ich, ein Tag, an den er sich noch lange erinnern wird. Ein super Auftritt.